Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial über Minecraft Forge. Wie ihr Forge installiert und was es tut. Also, als erstes braucht ihr WinRAR. Könnt ihr hier auf dieser Seite, Download-Link ist in der Beschreibung, downloaden. Falls ihr schon habt, ist gut. Dann geht ihr auf diesen Link da und ja, ich werde ihn dann noch mal rein tun. Normalerweise kommt es dann sofort, ihr müsst nichts drücken, also nicht wundern, wieso er dann sofort kommt. Und dann habt ihr irgendwo, dann zieht ihr halt Minecraft Forge. Ich musste schnell alles löschen. Ja. Dann habt ihr mein Forge. Ich habe jetzt so eine Java-Datei. Ihr habt jetzt wahrscheinlich eine WinRAR-Datei, wenn ihr WinRAR habt. Und dann drückt ihr halt öffnen mit WinRAR-Archive. So, und dann, nein, ich will es nicht kaufen. Dann habt ihr ganz, ganz viele Class-Dateien und ja, und so ein Postcode-Datei. Dann geht ihr in euren Minecraft-Ordner, also gibt unten bei dem Startzeichen Prozent App-Data Prozent ein. Dann kommt ihr in den Raming-Ordner. Das habt ihr nicht, das habe ich selber gemacht. Dann geht ihr in Punkt Minecraft-Ordner. So, bevor wir jetzt Forge installieren, müssen wir unseren Minecraft-Ordner säubern. Das heißt, ihr drückt Control und geht auf die Dateien, die ich euch jetzt sage. Also drückt mit Linksklick. Control gehalten. Halten. Dann löschen wir den Bin-Ordner, Core Mods, Lib und Stats. Alles andere könnt ihr so lassen. So. Diese vier Dateien einfach wegwerfen. Dann starten wir Minecraft. Den Browser könnt ihr eigentlich schließen, außer das Video. Wenn nicht, wenn dann tut das nochmal alles downloaden und ja, seht ihr ja, das ist noch praktisch, weil falls man irgendwas gelöscht hat, zum Bin-Ordner oder so, wird das einfach wieder neu generiert. So. Dann können wir Minecraft auch wieder schließen. So, jetzt habt ihr hier den Minecraft Forge. Und geht von Prozent App Data Prozent. Minecraft. So, jetzt habt ihr wieder alles schön. Dann geht ihr in den Bin-Ordner. Ich könnte jetzt mit Doppelklick, aber ja. Ich gehe jetzt trotzdem mit Öffnen mit rein, damit ihr es auch versteht. So, und hier haben wir, nein, ich muss nicht immer noch nicht kaufen, den Minecraft-Jar-Ordner. Und hier drin ist ein Ordner, der heißt Meta-Inf-Ordner, also Meta-Inf. Den solltet ihr unbedingt löschen. Der ist gar nicht gut. Der verhindert, dass ihr später Mods richtig installieren könnt. Gut. Jetzt ist gelöscht. So, das können wir verkleinern. So, jetzt habt ihr den Minecraft Forge Ordner und ihr markiert alles. Das ist natürlich diesen Punkt-Punkt-Ordner. Dann geht ihr wieder auf Control und drückt hier auf den Postcode-Ordner. Weil der wird dann wie, wie soll ich sagen, entwählt. Dann nehmt ihr diese Dateien und zieht sie hier rüber.
Das habe ich jetzt schon gemacht, darum wenn sie nochmal neu ersetzt. So. Okay. Das kann ein bisschen Zeit an Anspruch nehmen, aber egal. So. Jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Stand. So, jetzt habt ihr hier einen Postcode-Ordner und hier einen Postcode-Ordner. Das heißt, ihr geht hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Dann geht ihr in Codex, hier in Codex. Und dann zieht ihr diese Dateien hier rüber. So. Und nun wäre eigentlich Forge schon installiert. Können wir auch wegmachen. So. So. Los. Gut, dann geht ihr wieder. Enter Game. Und dann kommt hier so eine Meldung. Hello, bla bla bla. Keine Angst haben, das kommt ab jetzt immer. Denn Forge, also die meisten Mods für 1.4.7 brauchen Forge. Ohne Forge läuft nichts. Also selber tut Forge eigentlich nicht viel. Wie soll ich sagen, er tut einfach machen, dass andere Mods laufen. Und dass man einstellen kann, ob man ja spinnen. Los. Nein. Aber gut. So, jetzt habt ihr hier etwas und ein neues Dingsel, wo Mods drin steht. Ich habe jetzt schon ein paar Mods drin. Und ja, das wäre es eigentlich für das heutige Tutorial. Also nicht heutige, ich mache neue noch ein. Minecraft Forge. Ja, wir sehen uns im nächsten Tutorial, Let's Play oder sonst irgendein Video. Auf Wiedersehen.